Auto. Oh. Lass uns zum Schürfercamp gehen. Ich gehe vor. Wir sollten uns beeilen. Machen wir einfach mal. Weiß nicht, ob wir da jemals schon waren oder ob uns das jetzt irgendwie weiterbringt. Aber schaden kann es ja eigentlich nicht, wenn wir hier jetzt einfach mal mit Hauke zum Schürfercamp gehen. Zwischendurch schauen wir nochmal, ob hier noch irgendjemand ist, mit dem wir sprechen können. Hier unten ist auf jeden Fall Mord, glaube ich. Ah nein, Mord ist ja drüben beim Wolfscamp, beim Wolfsclan dann gewesen. Genau, der hatte uns ja dahin geführt und ist ja gleich dort geblieben. Ich glaube, ansonsten war ja auch keiner weiter. Nee. Das sind auch bloß Jäger, glaube ich. Trotzdem gefällt mir das Ganze. Gut, genau, wir müssen noch hier diese verdammte Schmiede befreien. Das wird kritisch. Mach hier keinen Ärger, klar? Ja, ja. Das wird wirklich hart. Die Schmiede ist voll gestopft mit Orks. Aber kriegen wir auch irgendwie hin. Wir haben ja schon so einige große Kämpfe hinter uns gebracht. Und ansonsten weiß ich nicht, was noch so an großen Lagern hier auf uns wartet von den Orks. Wir müssen ja Orklager platt machen, um Nordmar zu befreien. Vielleicht reicht das dann schon. Vielleicht haben wir dann schon genug Erfolge erzielt, um Nordmar zu befreien, wenn wir dann hier auch den Hammerclan befreien. Ja, mal sehen. So, erstmal speichern. Gut, wir haben ja Hauke dabei und können den als Tank sozusagen benutzen. Geh mal hin. Ja, sehr gut. Du willst es nicht begreifen. So will ich das. Aber man muss trotzdem bei Ogern immer aufpassen. Die sind ja so eine ganz spezielle Sorte hier von Gegnern. Weil die einfach so einen wahnsinnigen Schlagradius haben, dass man um dich ist es nicht schade. Vor allem gegen mehrere Ogre auf einmal echt Probleme kriegen kann. Da hätten wir eigentlich einen Gegner, der nicht so einfach ist. Wo ich doch vorhin noch überlegt habe, was das für einer sein könnte. So, ich guck noch mal ganz kurz mit Eisenader. Dafür ist es mir jetzt zu schade, extra die Waffen wegzustecken. So, da sind wir. So. Hier, das Feuer brennt noch. Keiner hier. Riechst du das? Was? Mein Crawler! Du musst in die Höhle. Vielleicht leben die Schürfer noch. Okay. Was ist mit dir? Ich bin Schürfer. Ich habe noch nicht mal eine Axt. Komm, geh du. Anfänger. Gut, das machen wir natürlich. Das ist ja Wahnsinn. Hier haben wir noch. Ich hasse die Biester. Hilbrand. Hier haben wir noch weniger Ruf, als wir es im Feuerclan haben. Ist ja echt schlimm. Nein, du sollst nicht den Typen angreifen. Greif den Minecrawler an. Das war's. Hä? Gut. Endlich! Ich dachte schon, ich komme hier nie mehr raus. Jetzt ist alles okay. Ja, aber wir müssen uns anstrengen, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Hier, ich hab was für dich. Hey, thanks. Gut. 1000 Erfahrung gibt's auch nochmal. Du hast uns gerettet. Ich dachte schon, die Crawler würden uns erwischen. Hier hast du ein bisschen Erz. Mensch, die sind ja richtig dankbar hier. Wunderbar, das gefällt mir. Ich habe jetzt gerade blöderweise nicht so richtig aufgepasst, habe nicht mitgekriegt, wie viel Ruf wir jetzt bekommen haben, aber ist eigentlich auch egal. Wir haben für einen sehr geringen Arbeitsaufwand jetzt einiges an Erz bekommen und wir haben vor allem auch Ruf bekommen. Der Ruf ist mir eigentlich bald wichtiger. Ich will ja so viel Ruf wie möglich hier noch mit absahnen. Geht er hier nochmal? Da ist nichts zu holen. Okay. So. Ich höre einen Wolf. So, an die Adern, wo die anderen jetzt dranhängen, kommen wir natürlich nicht ran. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, die sind über uns drüber, also brauche ich mir keine Sorgen machen. So. 4 Erz geschürft. Wunderbar. Leg das Schwert wieder an. Mit der Waffe. Ja, verschwinde! Ach, stell dich nicht so an. Das Blöde ist, wir müssen die zweite ja immer noch extra ausrüsten. Aber naja, geht schon. Wunderbar. Alles wieder in Ordnung. Hier vorne ist auch keine Erzader mehr. Keine. Achso, nee, ist Eisen. Gut. Gibt's mit dir noch was zu besprechen, Hauke? Die Crawler sind erledigt. Sehr gut. Ich werde hier bleiben und den Jungs helfen, das nötige Erz zu holen. Was ist mit mir? Hier, dieses Amulett hat mir bisher treue Dienste geleistet. Jetzt soll es dir gehören. Okay.
Wunderbar, gab nochmal 1000 Erfahrungen, die ist mir wichtiger als das Amulett, muss ich sagen. Gut. Dann können wir... Ist das eine Möwe oder was ist das eigentlich für ein Vogel, der uns da ankrächzt? Krächzt. Was auch immer. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Hammerclan. Das war ja jetzt bloß so ein kleiner Exkurs zwischendurch, so ein Zufallsprodukt. Gut. Und dann schauen wir mal, ob wir sonst noch irgendwelche lustigen Quests erfinden können, die uns kurzerhand überraschen können. Ist keiner drin. So, oder vielleicht haben wir ja irgendwo einen Erfolg erzielt, um voranzuschreiten in einem Quest, ohne es zu wissen. Wir müssen ja auf jeden Fall noch sehr viel Ruf absahnen. Hier gibt es ja auch viel zu tun, also da müssen wir mal. Nur ein Rocktöter, okay. Kann dir doch egal sein. So, gehen wir mal hier oben hin. Irgendeiner der Schürfer braucht ja 50 Erz von uns. Warst du das immer? Nee. Zeig mir deine Ware. So, bei dem gab es aber sonst auch nichts so Besonderes. Nee, Ingmar war das nicht, der andere, der hier um die Ecke ist. Der war der große Schürfmeister, ne? Der große Erzschmied. Sollen wir mal kurz gucken hier? Gut. Kann ja sein, dass irgendwo noch einer sich hier versteckt. Schauen wir hier nochmal. Bloß ein Jäger. Langweilig. Gut, aber hier oben müsste ja auch noch irgendwo der Kerl mit seinem Stollengrollen sein. Ist das möglich? Man muss eben auch. Wer weiß. Gut, auch du hast nichts Neues, Tjalf. Die anderen sind bloß Billo-NPCs. Gut, hier oben haben wir abgehakt, hier ist nichts mehr. Halt, hier ist Ulf, genau. Ja, so unterrichte mich. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, was das für ein Quest war. Erz für Ugold. Was bringt er mir denn bei? Das würde mich interessieren. Das steht nicht da. Weiß ich nicht, ob ich das mache. Ich speichere mal kurz. Je nachdem, wie die Belohnung ausfällt und was er mir beibringen kann, werde ich dann entweder nochmal Schnellladen machen oder es belassen dabei. Hier ist dein Erz, unterrichte mich. Bist du bereit? Ruf im Hammerclan plus 1 ist ja jetzt nicht so besonders. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Und große Waffe, große Waffe, große Waffe, wie töte ich einen Ruck? Nee, vergiss es. Dafür gebe ich keine 50 Erz aus, dass ich bloß einen Rufpunkt halt, dass ich nur einen Rufpunkt bekomme und einen neuen Kampflehrmeister habe, der mir eh nichts beibringen kann für meine Spezialisierung, für meinen Zwei-Waffen-Kampf. Was mir ja eigentlich schon vorher klar war, da muss ich ja in die Wüste gehen. Speziell nach Ishtar, wo wir derzeit noch nicht reinkommen. Naja, gut. Müssen wir also kurz laden, das geht ja relativ schnell zum Glück. Du solltest meinen Rat annehmen. So. Und dann schauen wir mal, ob wir sonst noch was haben. Ansonsten müssen wir uns wohl oder übel der Mammutaufgabe stellen, die Schmiede zu befreien. Und ich fürchte, das wird wohl einfach auch das nächste dann sein, was ansteht. So, handeln wollen wir nicht. Ich suche ja viel mehr nach weiteren Questgebern. Stainer, der war doch vorhin auch hier noch, ne? Genau, Thoralds Rüstung, ich erinnere mich. Ich brauche eine Rüstung für Thorald. Wie groß? Er ist groß und dick. Ich habe eine da. Ist zwar gebraucht, aber sie sollte passen. Für 1000 Goldstücke gehört sie dir. Ja, kein Ding. 1000 Goldstücke ist ja nichts. Ich will die Rüstung für Thorald kaufen. Hier ist das Gold. Hier, alles schön verpackt. Wunderbar. Bring mir was über das Schmieden bei. Gut. Schwere Rüstung richtig nutzen. Wir tragen keine schwere Rüstung. Brauchen wir nicht machen. Wäre nur Verschwendung von Lernpunkten und Gold. Von daher egal. So, halt. Was war das? Ach, Ork-Töter. Gut.
Hier ist sonst keiner mehr. Dann gehen wir mal den Berg hinab und werden mal kurz reinschnuppern auf jeden Fall. Am besten du erledigst das selbst. In die Schmelze meine ich. Und mal schauen, wie das so aussieht. Ich hab da so ein bisschen Sorge vor, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ich trau mich irgendwie nicht so richtig. So, wo war Reto? Reto, mit dir konnten wir gar nichts besprechen, das ist irgendwie auch ein bisschen schade. Gut. Speichern. Ich kann natürlich auch die Taktik anwenden, die Leute einfach rauszulocken dann. Die Orks. Sieht aber ziemlich schick aus hier mit den pulsierenden Adern, das ist schon ganz hübsch. Gerade jetzt auf dem Detailgrad. Dein Kopf gehört mir. Ja gut, den kriegen wir auch noch alleine hin. So ein paar Orks haben wir ja dann doch schon in unserer Karriere platt gemacht. So, und gegen den Haufen müssen wir nicht unbedingt kämpfen, die können uns mal hinterherkommen. Dazu müsst ihr aber auch natürlich das Spiel mitmachen. So. Hier, Leute. Ach, scheiße. Dir werde ich helfen. Macht mal mit, eine Runde. So, da sind nicht alle auf mich konzentriert, das ist doch schön. So, ich kriege natürlich trotzdem immer mal eins ab, aber das ist ja bei weitem nicht so schlimm, wie wenn ich hier alleine kämpfe. Oh, sorry, das wollte ich natürlich nicht. So, gehen wir mal auf den Anführer drauf. Wunderbar. Du darfst auch den Speer anvisieren, genau. Alter, was geht mit dir ab? Nur weil ich ihn mal auszusehen im Kampf mit getroffen habe, also wisst ihr Leute. So. Gut. Gut, dass ich ihn nicht auszusehen angegriffen habe. So, steck mal ein. Wirklich. Ist das dein Ernst? Es war ein Fehler, dich mit mir anzulegen. Wollt ihr wohl damit aufhören? Ey Leute, ich hab das doch nicht mit Absicht gemacht. Hallo, ich hab mich nur verteidigt. Bleib stehen. Der Kampf wird nicht lange dauern. Dann flüchte ich halt in die Höhle rein hier. So. Das ist nicht euer Ernst, oder? Die gehen jetzt auf mich los. Willst du mich verarschen? Ich geh doch mal. Ihr habt doch echt ein Rad ab, Leute. Sorry, aber das ist echt bescheuert. Doch noch. Das ist so bescheuert, Leute, wisst ihr? Da habe ich jetzt echt keine Worte für. So was Dämliches. Ich visiere ihn auszusehen an, weil das Spiel nicht in der Lage ist, die wirklichen Gegner mal herauszufokussieren hier. Und werde dann dafür bestraft. Ach, wer hat sich das denn ausgedacht? Vor allen Dingen, ich meine, ich muss mich doch verteidigen, wenn er mich angreift. Was soll ich denn da machen? So, ich speichere jetzt auch nicht deswegen. Das ist mir zu gefährlich. Wenn die jetzt alle wieder auf mich losgehen und ich deswegen jetzt einfach nicht mehr lang gehen kann. Na warte, Würschchen! Jetzt kommt der Nächste wieder. Jetzt darf ich einmal alle abmetzeln. Irgendwie. Ich meine, ich töte sie ja zum Glück nicht wirklich. So. Aber wenn das schon so ist, dann ziehe ich auch meine Vorteile daraus und nehme die hier aus. Also, ganz so ist es ja nicht, ne? Der geht... Oh. Dem hast du es gezeigt! So, ist jetzt wieder Frieden mit uns hier, Kollege. So, ihr könnt ja kämpfen eine Runde. Ich nehme dabei mal ein bisschen aus. Wirklich. Ach so, der geht auf den. Das ist okay. Legt euch ein bisschen mit den Ochsen an. Da habe ich nichts gegen. Ich sammle dabei noch ein bisschen hier die Waffen ein. Man will ja schließlich an Geld kommen, nicht wahr? So, Moment. Ich werde es mir halt jetzt sammeln. Gerade beim Anführer könnte es ja mal sein, dass was Wichtiges dabei ist. Was natürlich nicht der Fall ist, aber egal.
So, jetzt. Machen wir es mal so, das ist doch auch eine Idee. Und Action! So, Herr Schaman. Das ist gut, wenn die anderen auf den losgehen. So, jemand, der unbedingt mich bekämpfen muss. Gibt's noch jemanden? Nicht? Das ist schön.